10. Spieltag in der Oberliga haben wir uns wieder entschlossen, einmal das Gesehen von zu machen, um die Tore zu präsentieren und alles. Es wird uns in den nächsten Spieltagen wieder folgen. Wichtiger Sieg daheim gegen Lavis, 3-2 gewonnen. Knappes Spiel gewesen. Nochmal zum Schluss spannend gemacht, leider. Aber Sieg ist Sieg, 3 Punkte ist wichtiger. Theo Heinz, die ersten 2 Saisontore geschossen, wichtig. Erste Tor, schöner Lupfer über den Tormann. Tor war ein Schuss von der Mittellinie, der war so super gesehen und dass der Tor so weit herausgestanden ist. Dann hat er einfach mal drauf gedroschen und dann ist halt drin gewesen. Dritte Tor macht ihn. Erst zweites Tor von der Saison. Super gemacht. Ja, zum Schluss eben leider noch das zweite Gegentor gekriegt. Aber ja, 3-2 Sieg, alles wichtig. So was macht weiterhin eine halbe Zusammenfassung von den Spielen und es werden weitere Videos folgen, deswegen könnt ihr auf YouTube gleich den Kanal von FC Omas abonnieren und nach 6 Alben die Highlights von unserer ersten Mannschaft. Wenn euch die Tore von uns gefallen, dann like nach oben und wenn es jetzt nicht merkt, dann halt nach unten.